Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Super Let's Play Mario Kart Wii Einzelspieler Grand Prix 50 CC. Diesmal mit Luigi. Wir nehmen's. Welches? Ich nehme dieses Nostragie Automatik ist gut. Und zwar den Blumencup. Das ist doch gut. Also, wir spielen jetzt mit Luigi. 50 CCM Blumencup, erstes Rennen Marios Piste. Schön. Die erste Strecke vom Pilz Cup war Luigis Piste. Und jetzt kommt Marios Piste. 2, 1. Also, wir spielen jetzt ja Luigi, den Bruder von Mario. Aber dieser Bruder. Oh, was war das gerade? Übel geiles Glück. Also, wir spielen den Bruder von Mario, aber Luigi ist nicht wirklich ein Held, er ist eher so ein Riesenangsthase, was man ja in Luigis Mansion riesig sehen kann, und auch in anderen Spielen sieht man das, in Mario und Luigi Spielen, zum Beispiel in in Zusammen durch die Zeit sieht man es, glaube ich. Dass er ziemlich ängstlich ist und auch tollpatschig. Und ja. Aber trotzdem ist der Charakter auch gut. Und ich hätte mir wünsche, dass der in ein paar mehr Spiele vorkommt. Nicht nur in Luigis Mansion. Aber ja. Wenigstens hat er überhaupt einen Auftritt. So. Peach oder so spielt man ja nie. Die kommt zwar immer vor, aber Spiele tut man sie nie. Aber das ist ja egal. Hauptsache, Mario Kart ist gut. Und diese Strecke ist auch wieder richtig leicht. Boah, jetzt krieg ich auch noch so einen Scheiß ab. Boah, wer bei mir wäre ein Pilzkläger. Cool. Aber ich habe den ja leider nicht gekriegt. Gut. Nicht schwer. Easy go. Eigentlich ist die Musik ganz okay. Ich könnte jetzt auch da rechts an diesem Kugelwilli vorbei. Aber da müsste ich ein bisschen über das Sand und dann wäre ich zu langsam. Da brauche ich dann schon Pilz. Sonst hätte ich das machen. Aber so halt nicht. Ich habe eh genug Vorsprung. Und hier der Pilz gesammelt. Und jetzt kommt der chilliges Ziel. Noch schön abfeuern. Und fertig. Luigi Number One, hat er gesagt. Geil. Also, 15 Punkte. Nächstes Rennen. Und wie ihr seht, spiele ich wieder mit dieser neuen Steuerung. Mit diesem Reveal, halt nur ohne das Reveal. Das habe ich zwar, aber ich spiele es nicht. Okay, 50 CC im Blumencup, zweites Rennen. Kokospromenade. Meine liebste Strecke. Finde ich die beste. Die gefällt mir am meisten. Ich finde die einfach cool. Eins. Go. Oh. Fail. Fail Start. Fuck. Also das ist wirklich meine Lieblingsstrecke. Ich finde die so cool. Hier hat es auch Geheimgang. Aber das sollte man auch schnell sein. Da hätte man jetzt auch oben rumfahren können, aber das ist egal. Da. Ah, das ist einfach coole Strecke. Ich finde die richtig cool. Da hat es auch mehrere Möglichkeiten, irgendwo entlang zu fahren. Hier noch nicht. Aber Clay. Mache ich jetzt auch. Also man kann jetzt auch nach unten vorbei. Diesmal fahre ich jetzt oben. Und in der nächsten Runde, wenn ich es nicht vergesse, fahre ich unter. Aber man weiß ja nie. Aber ich finde die Strecke einfach cool.
Weiß auch nicht wieso. Oh, shit. Jetzt komme ich nicht mal mehr vorbei. Ah, oh, hasse diese Autos. Ich hasse zwar diese Autos, so richtig aufregend, aber die Strecke gefällt mir trotzdem. Die Strecke gibt es ja auch bei Mario Kart 7. Finde ich einfach nur geil. Oh, schade, ich habe gar nicht den Trick gemacht. Was liegt da Banane? Ich habe die gar nicht gesehen. Okay, hier Trick runter. Oh, ich habe nicht mal einen Trick geschafft. Da muss man immer gucken, welche Rolltreppe nach oben geht. Wenn man die falsche nimmt, geht es so langsam nach vorne. Das ist echt traurig. Aber so geht's. Ja, endlich mal wieder ein Trick geschafft. Es wird doch mal Zeit. Also schon wieder nicht. Was geht gerade ab? Oh, Fake-Fragezeichen. Also die Strecke ist zwar geil, aber ich fahre gerade richtig schlecht. Oh, ich glaube, das bringt nichts. Ja. Das Fake-Fragezeichen bringt nichts, wenn man es hinterhin macht. Oh, jetzt gibt's nur Pau. Kurz bevor ich weg hier. Bah. Also ihr seht, oberum ist einfach besser. Unterum geht's nicht so ab. Ah ja, wie oft will ich noch auf diese blöde Autos fahren. Aber jetzt hier durch mit Doppel. Zweimal auf so Speed-Teile gefahren. Weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Jetzt geht's rechts hoch, auch wenn man das nicht so gut sieht. Und ja, den Geheimgang gibt's auch in Mario Kart 7. Was ja eigentlich selbstverständlich ist. Und nein. Oh, jetzt bin ich auf der falschen. Aber ich konnte mir rüber. Jetzt seht ihr mal, wie langsam er ist. Ich komme fast nicht vorwärts. Also muss doch das schon die richtige erwischen. Das war echt gerade schlecht. Aber ich habe gedacht, in 50 CCM kann ich euch das mal zeigen. Für den, der das Spiel nicht hat. Aber das wird eh jeder haben, weil das Spiel oder kenne. Weil das Spiel kennt man einfach. Trotzdem Let's Play ich's weiß. Weil ich selber nie gesuchtet habe und ich will es jetzt einmal richtig durchzocken. Ich hoffe, ich kann es dann auch. Das werden wir aber dann bei 150 CCM sehen. Oder sogar schon bei 100. Wollen wir gespannt sein. Jetzt will ich keine großen Fails machen. Naja, egal. Letzte habe ich jetzt nicht erwischt, aber ist ja egal. Oh, ich habe jetzt fast angehalten vorm Ziel. Geil. Aber ich finde, das Kart sieht auch cool aus. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Gut, die nächsten 15 Punkte für mich. Dann können wir gleich zum nächsten Rennen gehen. Welches? 50 CCM Blumen Cup, drittes Rennen, Donkey Kong Schikane. Finde ich cool, die Strecke. Muss ich echt sagen. Da ist auch, glaube ich, zum ersten Mal das Neue mit diesen an den Wänden Stunts machen. Stunts insgesamt, aber auch an den Wänden hochschießen. Oh Gott, was ist denn das? Versagt gerade meine Batterie auf dem oder was geht ab? Aber irgendwie kommt mir das voll bekannt vor. Aber das sind ja alles neue. Die Remakes sind ja erst in den vier unteren Cups. Trotzdem kommt mir das sehr bekannt vor. Bei DS gab es ja auch so ähnliches. Donkey Kong irgendwas, das ist auch mit Schnee. Wieso? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was Donkey Kong mit Schnee zu tun hat. Und jetzt probiere ich mal zum ersten Mal den Trick. Ja, voll an der Wand. Hier muss man aufpassen, dass man da nicht runterfliegt, so wie ich jetzt fast. Fast, sag ich. Und hier müsste jetzt cool sein. Hier sind jetzt diese... wie heißt jetzt? Diese Shy Guys, wo Tricks machen. Finde ich ziemlich cool, ja. Damit darf man nicht auf die drauf fahren. Und Mario wollte mich überholen, der blöde Bruder. Ja, ich habe mal einen Pilz. Den setze ich nicht ein. Oh doch, jetzt. Bam. Ja. Also bei diesen langen Kanonenschüssen lohnt sich nicht, Items einzusetzen. Die gehen dann einfach weg. Deswegen lohnt sich das auch nicht. Jetzt habe ich... Ah ja, super. Gerade wo ich drauf war. Wenn mich jetzt jemand überholt...
Wie langsam ich bin. Nein, jetzt kommt noch so ein blöder Roter. Hier kann man aber richtig viele Stunts machen. Das geht ja richtig ab. Ah, diesmal habe ich es keiner geschafft und ich will nicht runterfliegen. Und wieder dieses Fake-Fragezeichen. Ah, geh hoch, geh hoch. Ja, ich habe... So überlebt man nämlich Po, wenn man in der Luft ist. Po-Block halt. Ah, fuck, man. Was bin ich jetzt? Klein? Im Tiefschnee? Nein, doch nicht. Ah, ja, klein schon, aber halt nicht blatt. Oh, das war knapp mit dem Shy Guy. Also, so wie ich jetzt fahre, glaube ich nicht, dass ich in 100 CC eine Chance habe. Also, ziemlich schlecht. Aber wollen wir dann sehen, das mit dem grünen Panzer war auch gerade knapp. Da denkt man mal, wenn man da auf die Karte unterguckt, dass man voll weit weg von denen ist. Und dabei kommen die dann auch voll schnell hinterher. Die drei Bananen sind eigentlich mein Lieblings-Item. Ich finde die voll cool. Da muss man nichts B gedrückt halten und hat trotzdem eine Abwehr für hinter. Finde ich voll cool. Zack. Schön abgewehrt habe ich's. Und jetzt, wow, ich habe es geschafft, nie runter zu fliegen. Das ist voll gut. Voll gut. Und jetzt hier voll viele Tricks machen, probiere ich. Und schon wieder kommt ein roter Panzer und abgewehrt. Hey. Ah, schade, kein Trick geschafft. Aber hier jetzt. Auch nicht. Egal. Ich komme doch mit ziemlichem Vorsprung ins Ziel. Fertig. Ah. 45 Punkte, nächstes Rennen. Eins noch, dann haben wir das auch locker und lässig geschafft. 50 CC im Blumencup, letztes Rennen, Marios Goldmine. Diese Strecke mag ich echt nicht. Ich weiß, früher bin ich da so oft runtergeflogen. Ich weiß auch nicht. Da gibt es halt so viele Speed-Teile, dass man richtig schnell wird. Und dann kann man leicht rausfliegen. Und das ist halt ziemlich gefährlich. Deswegen mag ich die Strecke auch nicht so. Aber eigentlich geht's ja. Hier sieht man ja schon, dass man hier locker rausfliegen kann. Wenigstens hat es an mancher Stelle Grenze, Abgrenzungen, Zäune. Und hier hat es auch... Ah, habe ich gerade so eine Fledermaus abgeschossen. Das wäre ja geil. Also hier hat es auch einen Geheimgang. Da muss man einfach diesen Goldwagen folgen, wo man mich hier gleich sieht. Die fahren gerade über uns. Und jetzt schöner Trick machen. Hier muss man auch ziemlich gerade steuern, sonst geht's weg. Und hier sieht man ja, wo die Goldwagen fahren. Und nein, 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 geh weg, scheiß Goldwagen. Der war jetzt ein bisschen zu langsam. Ich probiere jetzt rein, aber jetzt, ja, jetzt komme ich in den Geheimgang. Hier an der Seite vorbei. Als Scheiße! Deswegen hasse ich diese blöde Strecke. Ich werde eh nicht mehr Erster. Das sehe ich jetzt schon kommen. Boah, Windschatten, das ist übel. Nächster hat Windschatten. Hier kriegt man übelst Windschatten. Voll reingefahren. Ich habe das gerade gar nicht bemerkt. Boah, ich bin so schlecht, dass ich sogar einen Kugelwilli brauche. Das ist ja echt mies. Aber sonst... Oh Mann, jetzt kommt die mit ihren scheiß Windschatten hinter mir her. Leck mich am Ranze. Scheiß Kugelwilli. Mario Goldmine. Mario ist ja eh so süchtig nach Gold, von dem her. Ist dieses Thema für diese Strecke gar nicht so weit gefehlt. Und jetzt. Ja, ich habe sogar diesen Goldwagen zum Explodieren gebracht, von dem her. Jawohl, Erster. Jetzt halt noch die eine Runde aushalten, ohne zu verrecken.
Aber das dort schon gehen. Hoffe ich. Oh Mann, wieso setze ich das ab? Zum Glück hat es das noch abgewehrt von dem vorher. Aber fast hätte ich mich vor dem Roten treffen lassen. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich da nur erster geworden wäre. Ich glaube nicht, dass ich diesmal jetzt den Geheimgang gehe. Glaube ich nicht. Muss ich mal gucken, wie es aussieht. Oh, shit the fuck. Da werde ich der Erste. Da werde ich der Erste. Zweite, shit. Doch, das sieht gut aus. Da kann man schön einsetzen. Zweite. Komm bitte. Ich will Erste werden. Ich sehe nichts. Erste geworden, aber wie knapp. 2 Sekunden nur hinter mir. Oh, ich hätte schon gedacht, ich fällt zum ersten Mal. Klein 50 CCM. Trotzdem war es richtig schlecht für 50 CCM. Aber was kann ich dafür, wenn ich diese Strecke überhaupt nicht mag? Die ist, glaube ich, mit dem Classic Controller viel leichter. Ja, ich muss mir unbedingt einen Classic Controller kaufen. Habe ich eigentlich gar keiner. Ist schwach. Da gibt es ja so coole Classic Controller im Club Nintendo für 7000 Punkte von Super Nintendo Style. Der sieht richtig geil aus. Also wir sehen Mario ist erst, Luigi ist erster, dann Yoshi und dann Bowser. Ja, Lakito. Ja, das ist schön. Ich finde es auch relativ gut animiert. Das sieht ein wenig seltsam aus, aber egal. Rang A, das ist schwach. Das war nur wegen der letzte. Nur wegen der letzte Bahn. Vielleicht fahre ich nochmal. Damit ich hier auch einen Sternerang habe. Aber wollen wir mal sehen. Aber für diesen Part verabschiede ich mich. Ich hoffe, es war nicht allzu schlecht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.